Jetzt müssen wir erstmal raus hier. Ach, du Scheiße. Raus aus Epsilon. Warum war schon mal eine sehr gute Einführung in das Spiel? Eieiei. Und ich kann auch schon mal sagen, es wird verrückter weitergehen. Das war erst der Anfang. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Soma. Ja, da sind wir nun wieder. Wir sind immer noch, ja, unterwegs. Oder besser gesagt, wir sind hier, wir verstecken uns gerade vor dem Infected Construct, was ja mal wieder hier rumschleicht. Das haben wir im letzten Part ja das erste Mal so richtig gesehen und jetzt ist es schon wieder hier. Scheiße. Und ich weiß halt echt gerade nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Aber ich glaube, wir müssen zu dieser Treppe hoch, weil da war, glaube ich, da war halt irgendwie so ein Weg zu dieser, zur nächsten Station gewesen. Zu Lambda müssen wir hin. Weil wir nämlich jemand bestimmten, ja, quasi treffen müssen. Oh, da kommt es wieder. Und ich weiß halt auch schon, wer das ist, aber dazu halt, wie gesagt, später mehr. Wir müssen halt erstmal hier lebendig wegkommen. Oh, da kommt es. Hoffentlich tritt er jetzt nicht schon wieder um. Das wäre ein bisschen doof, natürlich. Ja, er kommt hier vorbei, guck mal. Scheiße. Da sieht man das Ding nochmal von nah an. Ja, soll sie einschließen oder so, hilft er nicht. Scheiße. Na ja, soll mal wegbleiben. Ob das so eine gute Idee war? Hm. Das geht nicht. Ah, warte mal. Wir müssen, glaube ich, nochmal zum Computer. Okay, sehr gut. Oh nee, jetzt kommt er schon wieder. Scheiße. Hoffentlich hat er mich noch nicht gesehen. Das ist natürlich jetzt mega doof. Wir müssen hier ganz schnell abhauen. Ganz schnell abhauen. Ich glaube, nach der Show hat man das Teil, glaube ich, auch nicht mehr gesehen im Spiel. Das ist, glaube ich, auch die letzte Begegnung mit dem. Aber da es ein Spiel von Frictional Games ist, ist er natürlich nicht die einzige Kreatur oder Struktur, die feindlich sozusagen ist, die wir im Spiel sehen werden. Warte mal, die Tür ist doch zu davon, oder nicht? Da kann er doch gar nicht reingehen. Ach ja. Oh. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, mach auf, mach auf. Okay, zu, ganz schnell zu. Alter, die haben es geschafft. Wir haben Epsilon geschafft. Jetzt kommen wir endlich weg hier. Puh. Okay, nochmal schnell den hier machen. Ja, wobei... Ich glaube, das war mit diesem Ding eigentlich gar keine so gute Idee, weil das nämlich... was mit später zu tun hatte. Okay. Alter. Das war's mit Epsilon. Wir sind tatsächlich durch. Oder fast. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the mole check. Okay. Josie, only going for evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys, I'm Peter Stress, doing dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. Ja, und wie man ja schon gesehen hat, das ganze Spiel spielt ja so 80 Jahre in der Zukunft, oder gesagt, ja, besser gesagt eigentlich 79 Jahre in der Zukunft von uns aus gesehen. Hey, hallo, Theta? Absalon, what's up? We could really use direct contact
Franklin. Site Service Engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. Alright, we just have to make do. Catch you later. Okay. Hello? Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay. I'll rally the troops for a welcome party. What I like to hear. Na, wenn wir auch schon direkt nach Theta kommen würden. Aber, na gut. Was haben wir hier? Ach, das ist eine Karte, guck mal. New York. Status offline. Letzter Kontakt 10. Januar 2103. Nachricht Jonesy. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel mit der Apokalypse. Ja, es ist nämlich, dass sich eine Apokalypse hier vorgefallen. Lissabon, auch offline. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Anschlag 5 Stunden und 13 Sekunden. 13 Sekunden, sag ich schon, 13 Minuten. London, auch leider offline. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. Cadiz. Cadiz? Keine Ahnung, wo Cadiz jetzt liegt. Auch offline. Du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben, aber wir haben die bessere Aussicht. Salut. Ja, Französisch scheinbar. Ja, eine Apokalypse ist über die Welt gefallen. Und ja, hier sollen wohl die letzten Überlebenden dann sein. War interessant, dass es darunter auf Japanisch geschrieben ist. Müsste, glaube ich, Japanisch sein. So, wir machen mal an hier. Luma-Link unterbrochen, manuelle Eingabe erforderlich. Was? Ah, okay. Wir müssen der Kontakt jetzt zu Lambda aufnehmen, also... Ja, das sind die ganzen Stationen. Es gibt einmal Epsilon, Theta, Lambda, Delta, Omikron, Tau, Phi und Omega. Und ich glaube... Man hat, glaube ich, alle diese Stationen besucht. Also Theta hat man besucht, Lambda hat man besucht, Delta, Omikron, Tau und Phi. Obwohl bei Omega weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, ob man die besucht hat. Könnte sein, muss aber nicht. Aber wir müssen ja mit Lambda Kontakt aufnehmen, also 2203. Oh, da müssen wir ein passendes Signal wie noch raussuchen. mal gucken, ob ich das hinbekomme. Oh, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Verbindung. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Epsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is also strange. You're telling me. Oh yeah. What was that?
Oh, scheiße. I think this place is about to collapse. What do I do? Oh. Simon, come to Lambda. How do I get there? There are train trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Oh je. Yeah. Scheiße. Oh. Shit, shit, shit. Where do I... Where did I... Oh, fuck. Oh. Scheiße. Ich kann offenbar schon mal sagen, sie ist unsere zukünftige Begleiterin in diesem Spiel. Sie wird uns immer wieder unterstützen. Auf dieser Reise. Au. Ach du Scheiße, alles unter Wasser. What the hell? How is this possible? Au. Wo kommt überhaupt dieser Anzug auf einmal her? Hm, sehr interessant, ne? Aber da ich das Spiel ja schon mal gespielt habe, weiß ich halt, warum er überleben kann. Jetzt müssen wir erstmal raus hier. Ach, du Scheiße. Raus aus Epsilon. War offenbar schon mal eine sehr gute Einführung in das Spiel. Eieiei. Und ich kann offenbar schon mal sagen, es wird verrückter weitergehen. Das war erst der Anfang von dem Ganzen. Eieieiei. Boah, guck mal, jetzt sind wir hier unter Wasser. Und es sieht halt zum Teil irgendwie echt schön aus mit den ganzen Korallen hier. Aber diese Strukturen, das wirkt halt schon unheimlich, ne? Lambda, find the shuttle to Lambda. Ja, den Shuttle müssen wir finden. Das hier gehört alles zu Epsilon. Oh, wie wir auch so rumspringen können, ne? Hä? Oh, achso, Licht ist angegangen, okay. Das war, glaube ich, der Shuttle da vorne, ne? Ich gucke mich erstmal nochmal ein bisschen um hier. Oh, die Musik. Hör mal. Da ist ein Button, dem wir aber nichts machen können. Die Musik ist wirklich speziell hier an diesem Ort. Muss man schon sagen. Ich glaube, dieser Soundtrack, der taucht auch nur an dieser Stelle hier, glaube ich, auf. Warte mal. Ich glaube, ich gehe lieber doch nochmal da hinten hin. Jetzt bin ich doch neugierig. Wird das weit unter Wasser so schnell rennen kann, ne? Zeppelin-Transport. Hm. Scheint aber nicht mehr zu funktionieren hier irgendwie. Ja, und ob der mich direkt zur Lambda dahin gebracht hätte, weiß ich halt nicht. Ich glaube nicht. Na, wir gehen mal weiter. Ja, wenn man sieht, die schwimmen noch Fische und sowas herum. Holy shit. Boah. Also wenn ich jetzt mit diesen roten Punkten... Also ich komme auch gerade ein bisschen vor, als wäre ich bei Inside so ein bisschen diese Unterwasserpassagen da. Weißt du? Oh. Da drüben haben wir, glaube ich, so einen Roboter. Es nicht noch. Es gab ja, glaube ich, auch noch diese feindlichen Roboter, glaube ich, die hier rumgeschwommen sind, glaube ich. Das war, glaube ich, sogar hier gewesen. Da muss man irgendwie aufpassen. Das war, glaube ich, irgendwo hier gewesen. Na, ja, werden wir gleich mal sehen. Da haben wir so einen Data-Buffer. Puh. Ja,
Es ist ein absoluter Notstand, wie man ja schon mitbekommt. Es wird immer dramatischer. Alter, und ich sehe jetzt gerade, wie dunkel es bei euch ist. Ich sehe jetzt gerade in der OBS-Aufnahme hier, wie dunkel das ist. Aber passt ja zur Atmosphäre, ist halt schon ein sehr düsteres Spiel. Es hat zwar halt auch diesen Horroraspekt, aber die Geschichte, die steht halt auch im Vordergrund, ja. So, wo sind wir denn jetzt hier genau? Oh, ich glaube, das war ein feindlicher Roboter. Da vorne. Scheiße, ich glaube, von dem dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Aber der andere Roboter, den wir da vorhin gesehen haben, der war, glaube ich, freundlich gewesen. Scheiße. Wir müssen jetzt auch noch an dem vorbei, ne? Kacke. Ich weiß aber leider nicht, das weiß ich bis heute noch nicht mal, ob der ihn umbringen kann oder so. Das weiß ich nicht. Das habe ich damals auch nicht herausfinden können. Oh oh. Scheiße. Okay, er hat uns nicht gesehen. Ist auch ganz gut so. Boah, ich weiß nicht, wie würdet ihr es finden, einfach so durchs dunkle Meer mal zu laufen? Auf dem Meeresgrund. Das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, ne? Boah. Was ist denn das? Blinkt denn da? Hä? Es kommt aber nicht von da. Ach, es kommt von hier vorne. Ach so. Okay, Epsilon B. Ah, das ist ein netter Roboter. Dem sollten wir am besten mal helfen. Der ist freundlich. Hey, mein Kleiner. Hm? Na, alles gut bei dir? Der konnte uns sogar ein bisschen helfen, glaube ich. Ja, ich glaube, er zeigt uns nämlich den Weg. Also hoffe ich mal. Ich glaube, der muss sich erstmal umgucken, oder? Ja, okay, dann gehen wir, glaube ich, erstmal weiter. Warte, mal gucken, was er jetzt macht. Okay, dreht weiter in seine Kreise. Aber so haben wir auch eine gute Lichtquelle. Oh, ich glaube da vorne, weil da ist nämlich so ein Stationszeichen, müsste es, glaube ich, sein. Okay, da sind noch irgendwelche Bohrmaschinen für das Kraftwerk. Und so wahrscheinlich Erdöl oder sowas raus. Könnte ja sein, weil Erdöl ist ja nämlich immer unterm Meeresboden. Ach nee, das ist was anderes. Und was Grünleuchtendes. Das ist ein Böser. Sollen wir mal gucken, was er da macht? Ich glaube, der ist einfach nur frustriert wegen irgendwas. Weil, wie gesagt, die Maschinen denken ja, die wirken ja lebendig. Ne? So. Ich glaube, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis, habe ich so das Gefühl. Ja. Tatsache. Ja, okay, machen wir noch hier drüben das Licht an. Ja, wir sind halt immer noch bei Epsilon. Hey, drum ist halt... Da sind zwei. Scheiße. Die tun sich aber gegenseitig nichts an, irgendwie. Mann, sind das viele von denen. Da möchte ich aber nicht so gerne hingehen. Ich glaube, hier drüben gab es noch einen Weg. Ich gehe mal jetzt ein bisschen schneller. Ja, unter Wasser werden wir natürlich auch sehr viel rumlaufen. Also vor allem später im Spiel. Eieieiei.
Warte mal, hier ging es ja auch noch weiter, ne? Nee, hier geht's gar nicht weiter. Scheiße. Also müssen wir doch an den Robotern da vorbei, oder was? Puh. Ja, ich kenne den Weg, ey, sagt hier nicht. Ja, auch wenn ich das schon mal gespielt habe, den Weg kenne ich hier leider nicht. Nicht mehr. Weil das sind ja schon 4 Jahre her. Ja, da muss man jetzt mal wieder gucken, wo es weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen wirklich da drüben weiter. Scheiße. Na gut, aber dann können wir auch herausfinden, was sie mit uns anstellen, ne? Das weiß ich ja leider nicht. Oh, oh. Okay, bisher macht er nun nichts. Sollen wir mal zu ihm hingehen? Okay, feindlich ist er wohl doch nicht. Ich frage mich ehrlich gesagt, was das überhaupt sein soll. Was ist das eigentlich? Hm, keine Ahnung. Okay, wir sind hier doch richtig, alles klar. Er hat uns doch nichts angestellt. Ich dachte, die wären irgendwie böse gewesen. Ja gut, vielleicht war es auch nur einer von denen, keine Ahnung. Okay. Ah ja, genau, jetzt hilft er uns nämlich. Stimmt ja. Genau, mach mal auf, mein Kleiner. Nun geht es weiter. Danke dir. Ja, den werden wir später sowieso nochmal sehen. Das war nicht das letzte Mal. Ah. Jetzt kommen wir zu einer ganz tollen Sache, die wir ein paar Mal in diesem Spiel machen müssen, nämlich, ja, das Wasser absenken. Das fand ich mal cool in diesem Spiel. Das müssen wir ein paar Male machen. In dieser Schleuse. Ah, einmal Klospülung betätigen. Danke. Boah. Let's hope the shuttle still works. So. Kann ich mal bitte durch? Danke. So, und hier ist es verdammt dunkel und ich kann hier fast nichts sehen. Das wollte ich auch gerade fragen, wo wir die Taschenlampe auf einmal her haben. Aber das ist ganz gut für unser Abenteuer. Ich glaube, hier war niemand gewesen. Jackie? Komm in, Theta. Alles klar. Tja, jetzt muss man quasi mit der U-Bahn fahren, wenn man so will. Ah, ich glaube, das ist der richtige. Das hier müsste... Genau, das ist einer von diesen kaputten Dingern. Wir müssen übrigens, glaube ich, später noch einmal mit so einem Shuttle fahren. Wann genau, weiß ich nicht, aber irgendwie später. Okay, Epsilon. Delta, Theta. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Da sind noch ein paar Kanister, mit denen ich nichts anfangen kann. Nein, das mache ich diesmal nicht. Wir sind ja auch nicht verletzt. Wie komme ich da rein? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Rein? Ah, guck mal. Was? Viel zu wenig Strom. Oh, wir sind hier... Ich dachte, man wäre hier alleine gewesen. Ich habe wieder komische Geräusche von da hinten gehört. Oh, wir müssen wohl hier lang. Okay.
Das wusste ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Maintenance, okay. Ja, man muss halt durch den U-Bahn-Tunnel laufen. Oder Shuttle-Tunnel, besser gesagt. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Ein noch lebender Mensch. Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is about to die. Ach du Scheiße. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters of Holland, tell Holland. Me. Okay? Amy needs help. Scheiße. Oh, und sie ist an dieser Maschine hier angeschlossen. Das ist echt voll bedrückend. Und das ist auch noch ein lebender Mensch, ne? Oh nein, und wir müssen das rausziehen. Wir müssen das rausziehen. Wir müssen es leider machen. Ja, aber... Ich meine, die quält sich doch bestimmt eh nur herum. Ich meine, die sitzt nur hier, ist an dieser schrecklichen Maschine angeschlossen und kann eh nichts mehr wirklich machen. Ja. Masoma hat halt leider nur mal mit diesen Entscheidungen zu tun, ne? Scheiße. Ja, wir müssen das leider tun. Au. Shit. Are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Scheiße. Tut mir leid. Oh, fuck. Oh, yeah. Tja. Leider kommen wir sonst nicht weiter. Ach du Scheiße. Das ist echt schwierig, das Ganze. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig, das Ganze hier. Alter Schwede. Einer der wenigen letzten überlebenden Menschen. Das ist schon krass, das Ganze. Und das wird halt noch krasser später, ne? So viel kann ich schon mal sagen. Aber jetzt haben wir wenigstens genügend Strom. Mussten sie dafür opfern. Eieiei. Hä? Jetzt geht's ja hier weiter. Den Datenbuffer, den hatten wir... Hä? Nee, Moment. Nee, hier. Von da sind wir runtergekommen. Jetzt war ich gerade total verwirrt. Okay, Strom an. Okay. Der funktioniert leider nicht mehr, aber der geht noch. Oh ja. Was haben wir denn hier? Pathos 2. Flutbare Luftschleuse. Reparaturset, Duplexpumpe, Mehrzweckreiniger, Ventilpacket, Dichtungsringe, Starkschrauber, flexible Rohre. Okay, das ist die To-Do-Liste scheinbar. Oh, ich komme auch gar nicht mehr raus. Oder? Also ich komme doch raus. Ja, wieder mal ein Untergrund in Berlin oder so. Hm, dann mal rein hier. Shuttle J6 activated. Standing by. Ach so. Oh, ich bin Lokführer.
Und das ist der Start, ne? Okay, wir sind bei Epsilon B. Wir müssen ja nach Lambda. Da kommen wir noch nicht hin. Delta auch nicht. Da auch nicht. Ja, die gibt es ja auch noch. Was passiert, wenn die... Was das gilt? Ich wollte nur mal was ausprobieren. Aber das geht doch bestimmt eh nicht, oder? Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Omicron. Omicron is Pathos 2's center for medical research and hydroculture. Omicron is constructed on the edge of the abyss and is, with the climber, able to study over 4 kilometers of depth. Oh. Aber das geht doch bestimmt eh noch nicht mal. Cool mit dem Film, aber da kommt man doch bestimmt eh noch nicht mal hin. Oh. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Oh. Das war wohl nix. Scheiße. Oh. Okay. Oh, kann ich mal mitnehmen. Puh. Ach du Scheiße, war das ein Crash. Alter, da müssen wir wohl laufen. Ja, so haben wir schon ein bisschen was über Omikron erfahren. obwohl wir diese Station ehrlich gesagt noch lange nicht erreichen werden. Das ist noch ein langer Weg bis dahin. Wir müssen erst, wir sind ja noch nicht mal bei Lambda, wir haben ja noch nicht mal Catherine, Alter. Telefon? Simon. Oh. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. You okay? Ja, diese tolle Nachfrage. Na toll. Tja, dann müssen wir erstmal weitergehen. Sollen wir aufmachen? Oh. Aber ich möchte mal hier drüben noch weiter gucken, was sich da so befindet. Ach, hier ist nur noch mal so ein Ding hier. Ja, okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Da gehen wir, glaube ich, lieber mal hier rein. So. Licht. Aber leider kein Tageslicht. Das werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen. Achso, das ist ja so eine Schleuse. Ah, okay. Ja.
Puh. Da geht es nun wieder raus. Oh, ach, diesmal hier oben. Scheint wohl der Notfall zu sein. Tja, aber wisst ihr, wann es weitergeht? Und wann es rausgeht? Richtig, im nächsten Part. Ja, das war wieder mal eine sehr krasse Folge und ich hoffe, ihr seid auch wieder im nächsten Part mit dabei, wenn es hoffentlich zu Lambda hingeht. Nicht verpassen und mit dabei sein. Bis dann und tschüssi. Alright, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Neurograph version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Hello? Did something go wrong? This is where everything went wrong, son. This is where we planted the seed to the cancer that's eating Pathos too. It wasn't meant to be like this. No one told us this could happen.